eventuell allein am B. Es ist aber eine Eco. Haus wird geblockt. Tor in der, im Kinderzimmer. Rax lenkt dort ab. Vierter. Oh, schon wieder so ein Tower. Oh, coole Po. Also. Sehr schön, was man hier schon wieder für Sachen sieht bei Logix. Merkt man auch, bei denen hat man sich gut vorbereitet, gut sich auf der Map besprochen, Sachen getestet schon. Und sowas wird meistens auch belohnt. Andrew mit der Waffe auch allein am B. Und da sind drei. Boah, da gibt's großen Dux. 26 HP. Kommt zum Reloaden. Oh, schön von Andrew. Kann er den dritten auch noch machen. Ist am Verschieben. Seine Mates sind schon da. Sollte jetzt nicht allzu viel Risiko eingehen. Oh. Ah, schade. Die Bombe ist drauf. Was können sie machen? Ah, schade. Ach, Crispy. Den leider nicht mit. Aber Tor an der Banane. 2 gegen 2 Situationen. Netter Molly jetzt. Schade. Boah, wo war das denn? Headshot, bitte. Hier jetzt im Seitengang. Er hat nur noch 10 HP. Und Tor hat keinen Diffuse-Kit. Oh Mann, Snapdunk wird das gewinnen. Schöner Frag von Tor zwar noch. Aber bitte. Stirbt er jetzt oder nicht? Das ist doch krass. Nur 17 HP abgezogen. Also stirbt nicht. Dennoch wieder die nächste Runde für TT Dragons. 15-0 steht's. Und so langsam aber sicher muss Logix hier mal ins Spiel kommen und anfangen Runden zu holen. Tor mit Ave. Und auch ein anderer Aufbau für TT Logix. Spielen zu dritt die Mitte. Ui. Endlich mit dem First weg. Der hat, glaube ich, gebankt. Also endlich mal ein guter Rundenstart. Crispy auch mit Bank zur Mitte. Ist ziemlich krass, dass der Bank funktioniert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er durch die Baumauer funktioniert. Ich glaube, man muss durch die Holzkiste schießen. Nette Posi auch. Dreimal in der Mitte. Rax am Friedhof mit Haus. Und vor allem Hess mit Minischlitz. Zwei sind vor B und sie ziehen sich zu B hin. Andrew und Kazuya müssen jetzt verteidigen, aber Kazuya hat, glaube ich, eine Molly. So, der Goat somit erstmal geblockt. Oh, und T ist durch. Kazuya von hinten. Bei Herz anscheinend gehört oder hat aufgepasst. Oh, schöner Headshot. So, Andrew noch aus Spot. Gott, jetzt fallen die Frags nicht mehr. Aber gefühlt sind alle T's low. Ah, der eine ist gut low. Hey, er hat auch gesessen, hat man gerade oben gesehen an den Balken. Flash ist von Rax kommen. Sehr schön. Und letztes Spiel ist auch bekannt, kann geflasht werden. Und er muss Gold sein. Keine Chance für Klü. Erste Runde für Logix. Rax auch mit dem Kit. Noch die beiden einzigen. Gut, die haben sowieso überlebt. Also, haben trotzdem beide den Kit gehabt. Endlich mal eine gute Runde. Gut verteidigt von Kazuya. Am B. Hör, was? Probier mal Tab halten und dann Space testen. Nein, funktioniert nicht. Thank you.
mit Verbanks ausgepackt werden. Also ich gehe mal davon aus, dass sie funktionieren, allein. Aber wurden bestimmt so eintrainiert. Uiuiuiui. Aber sehr schön bei Andrew. Macht den Refrag. Bombe ist auch down. Weiß nicht, ob er das sieht. Blinken müsste man sehen eigentlich fast. Ja, ist auch schon am Verschieben. Rax am Friedhof erfolgreich. Gegen Klü. Hat auch den Action-Spieler gesehen. Stirbt aber von Hess. Aber wie gesagt, Bombe ist down. 2 gegen 2 Situationen wieder. Andrew und Tor decken jetzt und Tor hat Kontakt gleich an der CDBS. Beide Spieler kommen dort. Ui. Ja, aber verschossen. Nochmal verschossen. Jetzt sind sie durch. Boah, Tor. Macht noch einen. Boah, den zweiten nicht. One on one. Andrew hat aber die Bombe vor sich. Mit der Flash. Boah. Und Slam Dunk macht ihn durch die Ecke. Lol, ich hab gedacht, die Flash hat gesessen. Oh Mann. Bitter für Logic, 6-1. Okay. Ja, noch gerade das unterschiedliche. Unterschiedliche Symbole gibt, wenn jemand Touch-Up bekommt oder wenn jemand gebankt wird. Muss ich mal drauf achten. Durch diesen blöden Farb. Blöden Farben, die CSGO einfach hat. Thronmark ist ausgerastet, hat die AK erbeutet. Dritten macht er leider nicht mit AK. Mit Tiegel rastet er aus, aber dann mit AK leider nicht. Akatsuya und Crispy noch mit Tiegel. Oh, Crispy hätte mal umziehen können. Akatsuya hilft. Krass, irgendwie aimtechnisch scheinen mir die Dragons auf jeden Fall besser zu sein. Hier wird geschrieben, Laboom liest den Chat nicht. Doch, ich lese ihn nur ab und zu halt. Muss mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Ab und zu schaue ich schon in die Comments. So, nächste Waffenrunde. Jetzt werden nochmal mit den Bags. Andrew hat schon wieder oben einen angesagt. Also was auffällt, Logic's auch sehr defensiv. Banane noch keine Kontrolle. Tor defensiv am Hass. Sehr defensive Aufstellung insgesamt. Man hat noch nicht einmal Haus geblockt, also den Dönerraum. Das Zeug halt. Gut vorgegangen von Klü. Sind low geschossen. Katsuya erfolgreich am A. Am B, sorry. Slam Dunk mit dem Refrag. Schöne Flash verworfen. So, Mitte geht's durch. Und wieder Rax am großen Sand. Katsuya am Schieben. Boah, Rax ist blind. Tor steht aber. Katsuya auch. Boah, einen kleinen Sandkasten. Boah, da war es nur noch Katsuya. Er ging 2. Und er hat nur noch 8 HP. Wird die Bombe zwar legen. Schade. Der Bang funktioniert auf jeden Fall. Aber hat nichts gesessen. 8-1. Mann, 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 Mann. Logics, Logics. Was ist denn los hier? Also ich würde denen auf jeden Fall mal empfehlen, den Dönerraum offensiver zu spielen. Einfach mit mehr Kontrolle. Banane können sehr ruhig defensiv stehen, das hätte soweit geklappt. Aber am A sehen sie einfach keine Schnitte, wenn sie so defensiv stehen. Vielleicht sollten sie auch nochmal den Pistol Boost machen. Und halt 2 in Dönerraum da gehen. So, jetzt spielen sie zwar in der Eco, finde ich ein bisschen wasted. Weil ich glaube nicht, dass TT Dragons kontrolliert den Gang einnimmt. Werden wir nächste Runde auf jeden Fall mal sehen. Tor sneakt sich durch die Smoke mit da oben. Ach. So, nur noch Katsuya und Andrew. Banane unten. Und der Abgeaimt von Mitte. Ja. Immer unter Fokus. Den ersten mit Katsuya mit Headshot.
Auch nur 10 HP, versucht hier noch einen Exit-Trade zu ziehen. Wurde gerade mit der Lampe rumgespielt. Schön. Dazu kommt nochmal. Krass, was ein Weltumlauf. Hat sie von Mitte unten den Frag gemacht. Läuft mal über B zur Mitte und kommt an die Waffe. Sehr schön ausgespielt. 9-1 aber. Jetzt bin ich gespannt, ob sie das machen, was ich gesagt habe. Nochmal mit AWP. Kriegt die Flash ab. So, Banane wird jetzt allerdings offensiv gespielt. Oh, rechts! Hallo! LOL! Er lässt ihn durchlaufen. Oh Mann. Katsuya jetzt mit der Chance, die Bombe zu holen. Hallo. So, er muss seinem Mate aber ansagen, dass da einer durch ist. Tor schiebt nach. Sehr schön gemacht von Katsuya. Und letzte in der Banane. Pose ist aber angesagt. Tor kann ihn jetzt machen. Oh, er ist in die Bombe gekommen, oder? Ja. Tor. Macht noch ein bisschen Schaden. Katsuya aber schon zur Stelle. Die HE kann sitzen. Kann sitzen, meine ich. Das ist die zweite Runde für Logix. Sehr gut gemacht. Auch wenn man jetzt nicht Haus gepusht hat, sondern Banane ist aufgegangen. Aber wie der durchgelaufen ist, Katsuya hätte ihn locker sehen müssen. Aber am Ende gut reagiert, dass er dann nicht geschossen hat. Einfach safe die Bombe gemacht. Gut gemacht. Overall. Ach, wenn es witzig aussah. Vielleicht geht er diesmal offensiv. Spotted. Hat er gleich Kontakt mit Zweien. So, aber Haus ist schon wieder eingenommen. Hackt wieder am Friedhof. Glüh wahrscheinlich wieder am Gang. Ja. Schon Headshot von Rax. Gut abgeaimt. Wieder im großen Sandkasten drin, zusammen mit Crispy. Schöne Reflex von Rax und Tor. Da fliegt die Flash Katsuya auch zur Stelle, glaube ich. Drei gegen eins. Tor macht ihn. Gute A-Verteidigung diesmal. 3-9 und jetzt ist Logix scheint endlich mal im Spiel zu sein. Sechs Runden sind locker nach drin. Was ist denn jetzt los? Meine Tasten funktionieren nicht mehr. Hallo? Ich kann nicht mehr switchen. Ey, was ist denn jetzt hier kaputt? Es tut mir leid, ich kann gerade nicht durchswitchen. Ich hab nichts gemacht. Ist nächste Runde wieder da. Ist ja auch das Overlay ist weg. Naja, müssen wir halt dem Tor über die Schultern schauen. Und Ergebnis Kreaturen gegen Bot war die 11-3 laut Bubble. Gegen zwei Situationen.
Bombe ist gelegt. Tickt doch schon relativ schnell. Schöner Frag von Tor. Das ist die vierte Runde. Schaffen wir nächste Runde, kann ich wieder switchen. Sieht so aus. Ja, sehr schön. Also war nur ein kleiner Bug. Behebt sich von selbst. Wäre auch bitter gewesen. So, schauen wir uns mal kurz das Scoreboard an. Also wirklich rausfallen tut hier keiner bei Logix. Crispy selbst, wenn er unten ist, trotzdem 3 Assists. Tor macht hier den besten Job im Team. So, jetzt blockt man nicht. Nein, doch nicht. Marax mit einer schönen Smoke. Crispy mit First Break. Schön nochmal abgesetzt. Hat, glaube ich, viel Schaden gemacht. Ah, da wird gut gebratzt von Rax. Tor. Tor mit dem zweiten. Und Rax im großen Sand gegen den letzten Terror. Tor macht's mit AWP 5:9. Sehr schönes Comeback von Logix. Haben sich gut nochmal zusammengerissen. Und haben jetzt ja alle Chancen, die sechste Runde auch noch zu holen. Wieder, sein Tor wieder mit First weg. Oh, Rax hat ihn ja gesehen. Kann das jetzt Crispy durchgeben? Stellen sie aber wieder defensiv. Banane First weg von Andrew. Oben am Ins, am Emulate. Und die Bombe ist wieder down. Nee, doch nicht. Geht jetzt über Hess. Schöner Snapshot von Tor. Sind jetzt aber durch. Andrew hat aber nach hinten. Oh, Crispy stirbt. Jetzt kommt es wieder Frax an. Aber er ist schön über Haus gegangen. Die T's wissen gerade nicht so wirklich, was sie machen sollen. Wissen, haben keine Ahnung, wo Rax ist. Wenn er es jetzt gut spielt, ja. Kriegt nochmal den First Take und Actions auch direkt da. Keine Chance. 9:6. Wirklich schönes Comeback für Logix. Finde ich gut, dass sie hier im Spiel bleiben und nicht direkt irgendwie zweite Runde rausfliegen. Das ist aber ein relativ gutes Team. Haben es auf jeden Fall verdient, weiterzukommen. Aber TD Dragons auf der anderen Seite haben einen super Start hingelegt. Hat mich überrascht. Mal gucken, wie sie als City hier agieren. Idee, Phaser. Da kümmere ich mich irgendwann mal drum, ein paar Mods für meinen Channel zu machen. So, schauen wir uns die Pistol an. Logix mit Contact. Oh, Banane, aber super viel Kontrolle schon. Auch Glüh mit den Duals. Boah, da gibt es den Glockenrush. Boah, erster Headshot, zweiter auch von Julens. Jule. Boah, krasse Pistol. Schöne Frags am Hess. Aber auch Stofftier hat vorhin über Hess was gespielt. Scheint auf jeden Fall der bevorzugte Weg zu sein, den man hier geht. Wir haben schon ein bisschen Stress. Let's Timing, wo wir da gerade reinspringen. So, 11:6. Keine Bombe gelegt. Mal schauen, ob sich Logix traut zu kaufen. Ob man da, inwieweit man da schon Erfahrung gesammelt hat. Sieht aber nur nach Deagles aus. Ja.
Oh Mann, da muss Logix gleich richtig Gas geben als Tee. B-Rush soll es geben. Ah, B-Contact. Mit Deagle ist auf jeden Fall die Möglichkeit. Ah, ist der P. Ach du Scheiße. Einfach mal durchs Holz gebratzt und Eco vereitelt. 12 zu 6. So, auf geht's, Logix. Haltet die 1-6-Fahne hoch. Tor auch direkt mit einer Terror-ABP. Aber auch bei Kai ABP. Ein Hit bekommen, T zieht sich direkt weg. So, Haus ist schon eingenommen. So, Andrew muss sich da vom Feuer zurückziehen. Tod zieht noch Mitte hoch, Bombe schiebt jetzt gerade über Falsche. So, Crispy bräuchte jetzt eigentlich fast mal eine Fläche zum Hess. Oder nur Smoke. Action muss er aufpassen, da an der Säule. Schiebt nochmal weg. Scheint sich gerade nicht einig zu sein. Ist auch nur einer am B mit AWP, der andere ist am Has mit. So, es gibt auf jeden Fall ein Go. Lieber Action. So, Andrew kommt raus. Oh, Andrew ist noch blind. Oh Gott. Macht keinen mehr, nur noch Katsuya, der on spot ist, ungesehen anscheinend. Gegen 4. Liegt jetzt die Bombe, das wird leider gehört. Ja, da geben sie Gas. Minimalziel zwar nochmal erreicht. Oh, Katsuya, schade, wenn er den dritten auch noch macht. Schön nochmal 2 mitgenommen. Hui. Logix unter Druck. 13-6 für die Dragons. Gamma erhöhen, ja, kann ich da mal machen. So, Logix hat nochmal gekauft. Was ist das denn für eine Waffe? Die Augen, glaube ich. Links in den Döner. In die. Boah, da gibt es die Hits. Sehr schön. Gut das Haus eingenommen. Gut kontrolliert. Mit den Banks. Banane auch wird oben gehalten. So, Crispy jetzt wieder. Braucht er eigentlich eine Flash? Schön zurückgezogen, damit er keinen Damage kriegt. Steht der CT dort rechts an der Säule. Oh, schöner Fessel von Kazuya. Oh, muss im Eck aufpassen, hinter hier. Stirbt jetzt, wo ist der Refrag? Das tickt zu spät, aber das Feuer hat ihn da auch verhindert. Sie scheinen sich auf jeden Fall sehr uneinig zu sein, wo es hingeht. Jetzt stirbt schon Tor am B. Der Contact Go kommt. 19 HP allerdings nur noch bei Kai. Ah, hey, hat sogar 5 Damage gemacht. Gut abgeflasht. Kai somit keine Chance. Oh, ach, der T wollte gerade durchlaufen, aber hat, glaube ich, gemerkt, dass er die Bombe hat. Gut, dass Kai da nochmal verschießt und nochmal. Also, viele Chancen hier gerade für Logix, die Runde zu holen. Boah, die Bombe wird super offen gelegt. Verstehe ich nicht. Und CTs gewinnen. Zeit ist, glaube ich, abgelaufen. Mann, 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 14-6. Was macht Logix denn? Aber muss sagen, Stofftiere hat mir dann schon mal besser gefallen. Hatten irgendwie das bessere Spiel als T.
Auch wenn jetzt natürlich man die Gegner vielleicht nicht auf eine Ebene stellen sollte. Ich denke, die Dragons sind hier doch schon einiges besser als die Runde 1 Gegner bei Stofftiere. Endlich mal fürs Weg von Thor, der Banane. Und Kai auch nur mit 3 HP. Also die Runde sieht schon mal vom Start her gut aus. Und sie entscheiden sich auch B zu gehen. Kai nur mit Awe. Kriegt die Flash ab. Spielen jetzt auch den Go. So, Kai darf der jetzt eigentlich keinen mehr mitnehmen. Wo sie ist bekannt. Sehr schön rumgezogen. Smokes liegen auch. Überzahl 5 gegen 3. Und die Dragons werden gut darin beraten, direkt zu helfen zu gehen, was sie auch machen. Logix wird somit die 7. Runde overall einfahren. Wie sieht's geldtechnisch aus? Gerade relativ wenig Geld. Thor führt ja weiterhin sein Team an. Grüße auch an den Nuki. Also ein bisschen CSS-Prominenz hier auch im Zuschauerbereich. So, ich glaube, Eco bei Dragons. Ne, waren da gerade zu dritt am B. Ah ne, ist doch ist irgendwie so eine Eco. Zwei hatten auf jeden Fall gespart. Der First Weg, wieder Crispy dort im Döner-Ausgang, macht quasi nichts. Er ist ja immer im Ausgang, wird immer weggesmoked, etc. Jetzt macht er endlich mal einen Frag. Aber nur zwei haben gerade hier überlebt und die Bombe ist noch Mitte da. Oh nein, da liegt die Bombe, da sieht man sie blinken. Vorteil für Dragons. Aber Andrew mit schönen Frags. Und Andrew im 1 gegen 2. Und Jewel ist da relativ weit weg. Ach, aber XDCC. Nee, Klü steht. Sorry. 15-7 Logix hat das Draw hier abgegeben. Jede weitere Runde, die an Dragons geht, bedeutet, Logix ist raus aus dem ersten Cup und müssen sich über die anderen beiden Cups versuchen zu qualifizieren. Das wäre die erste mittlere große Überraschung. Würde ich fast meinen. So, Tor richtig low, hat aber wenig Schaden gemacht an den CTs. Sieht man oben wunderbar in den Balken. Hier gibt es über der Navida, ist dort abgesmoked. Also richtig funktioniert das Spiel nicht. Sie trauen sich dann einfach auch viel weniger. Sollten vielleicht mehr über die Mitte direkt machen. Nicht immer über den Döner. Oder halt mal Haus irgendwie zusammengehen. Beziehungsweise die Mitte mal mit einer Flash hoch. Das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht gesehen. Habe natürlich auch keine Ahnung, wie man da gute Flashes werfen kann, aber generell. Geht's halt nur auf Aiming und die CTs hocken halt schon. Haben einen kleinen Vorteil. So, das ist nur noch zwei Logix-Spieler. Thor stirbt und jetzt ist nur noch Andrew. Andrew stirbt. GG. Logix ist raus. Dragons sind eine Runde weiter. Schade, schade, schade. Hätte Logix gern noch weiter verfolgt. Krass, 16-7. Heftig. Hätte ich so nicht erwartet.